Ja, was geht, meine lieben Freunde? Wie versprochen, heute eine kleine Challenge. Und zwar mit dem lieben Barit, der sich eigentlich vorgenommen hat, nichts mehr mit Schärfe zu machen. Ja. Aber er hatte einfach Bock drauf. Er hat es nicht ausgehalten. Übel. Hinter der Kamera. Juckt kein. Sascha, bei jeder falsch beantworteten Frage bekommt halt der Typ, der die Frage falsch beantwortet hat, entweder ein bisschen Tabasco, Pfeffer, Ingwer, einfach irgendwas in sein Glas. Und am Ende muss er es halt einfach saufen. So. Wollte Barit halt einfach so. Deswegen machen wir das Ganze. Die ist wirklich sehr einfach. Das ist jetzt eigentlich Peter zuliebe die Frage. Und zwar, wie oft wurde das Album 2001 von Dr. Dre circa verkauft? Ganz genau, ich höre seine Musik nicht. Und jetzt blamier ich mich schon wieder, weil ich, was weiß ich was? 2001. Hast du eine Antwort? Ja, ich habe eine Antwort. 10? 9? 4? Ich habe doch meine Antwort. 3, mach doch. 2, 1. Okay. Wir haben 500.000 Mal. 760.000. Digga, in Deutschland, um Platin zu gehen, musst du 200.000 Alben verkaufen. Hä, Digga, die verkaufen ja heutzutage über Millionen. Circa 9,3 Millionen Mal. Ja! Ja! Digga, ich hab gedacht, du hast irgend so ein random Album genommen, wo man überhaupt nicht denkt, dass das es auch. Das Album 2001. Digga, ich kenn das nicht. Ach so, okay, ja. Wow. Ja, du kannst schon ein bisschen Gas geben. Wir sind ja nicht bei Revi auf dem Kanal. Die Kontebewegung. Die Frage ist aber tatsächlich für dich, Peter, das ist wie auf dich zugeschnitten. Und zwar, wie schnell kann ein durchschnittlicher Gepard für eine kurze Zeit rennen? Ein Gepard? Mhm. Ein Gepard? Ja. Für eine kurze Zeit? Ja. 95 km/h? 73 km/h. Also so ein Gepard kann so für eine kurze Zeit schon mal so 120 rennen. Halb dein Maul! Ja, mach die Schale wenigstens ab, Digga. Nützt die Schale? Nein, Schale musst du nicht. Digga, das ist gesund. Ja, wie will ich das essen? Soll ich das einfach runternehmen? Muss ich schon kaum, gell? Kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar will ich jetzt wissen von euch, wie viel Follower macht Instagram durchschnittlich auf ihrer eigenen Plattform, also auf ihrem eigenen Kanal, pro Tag? Kannst du sagen, wie viele die überhaupt haben? Wie viele Abonnenten? Aber die haben halt so, ich schätze, die haben so über 130 Millionen Instagram. Peter braucht immer diesen Druck, runtergezählt zu werden. Ja, ich schwöre. Zieh mal runter. Zieh mal einfach runter, dann müssen wir beide schreien. 10, 9, 8. Wie viel hast du? 1400. Am Tag. Digga, stell dir mal vor. Durchschnittlich. Ja? Instagram auf ihrer eigenen Instagram-Seite. Ja, ja. Wie viel machen die? Du hast 1400. Ja, wie viel machen die? 128.865. Am Tag? Alter, wie viel? Hey, was geht, Digga? Ich hab über 130 Millionen. Echt? Kein Mensch folgt Instagram. Ich schwör's euch. Nächste Frage ist mal wieder wie auf Peter zugeschnitten. Okay. Und zwar will ich wissen, wie viele Abonnenten momentan der 100. Platz YouTube Deutschland hat. Kannst du schon, glaube ich, ganz gut einschätzen. Weil ich bin's schon mal nicht. 10, 9, 8, 7, 6. Was ist zu viel? 5. 4. Ach, scheiße. 800.000. 806.000. 700. Also, 800.000 hast du? Du hast 800. Ich kann es nicht glauben. Also, der Kanal ist Flying Uwe, ist momentan auf der 100. Mit 838.000. Das heißt einfach. Es geht immer so weiter, es dauert nicht lange, dann brauchst du eine Million in die Top. Deswegen habe ich ja gedacht, so, es gibt so, glaube ich, so 20, 25 Kanäle, die eine Mille haben, oder? 65 oder mehr. Echt? Das ist schon ein bisschen geht. Ich schwör's dir, riech einmal ganz kurz da rein. Ich setz kurz, ne? Wie viele Minuten der kürzeste internationale Linienflug der Welt umfasst? Linienflug. Ja. Das heißt, er muss ins Ausland gehen oder kann auch im Inland sein? Ist egal, wenn er startet, bis er wieder landet. Wie viele Minuten? Der kürzeste Flug weltweit oder in Deutschland? International. 18 Minuten? 19 Minuten. Also ich kann euch schon mal sagen, wo der Flug ist. Der ist tatsächlich auch hier in Deutschland. Der geht über den... von Köln nach Düsseldorf, ja? Der geht über den Bodensee. Eine halbe Stunde. Und es sind 8 Minuten. Oh! Ja, hau noch ein bisschen Pfeffer. Nein. Das ist Tabasco noch, weil... wir fangen wieder von Anfang an. Wenn du wieder verlierst, dann wieder das Mic. Ey, es ist schon heftig, ne, Kilian? Ich will wissen, wie lang die Luftlinie zwischen Stuttgart und Sydney ist. Boah, das hatten wir beide, glaube ich, schon mal in der Quiz-Challenge. Weißt du trotzdem nicht? Ja, klar weiß ich es nicht. Sydney. Ist Australien. Ich weiß. Wahrscheinlich weiß ich. Du hast es gerade so gesagt, als so von wegen so du. Sydney. Wo lag das noch? Ich weiß schon, was du jetzt. Ich höre, von diesem Film, da gibt es einen Film. Der ist Madagaskar. Nein. Da ist diese Tuss allein zu Hause und da kommt so ein Mörder. Kevin.
Wie viele Stunden, Alter? Wie viele Kilometer? Ich habe 3800 habe ich gewonnen. Halt dein Maul. Luftlinie. Luftlinie. Sydney. Weißt du ungefähr, wie lange man nach Australien fliegt? Boah, es sind 12 Stunden. Es sind 16.485 und damit hat schon wieder. Bruder. Mein Gott, es wird ja zu null. Wie viel Dollar sind denn momentan 10.000 Euro? Das weiß ich. 10.000 Euro. Wie viel also, Dollar? Genau, Kurs ist Stand heute, 23. Hättest du auch schon machen können. Ey, ich schwöre, wenn ich jetzt auch mehr falsch liege, weniger von. Ich weiß nicht, ob es mehr oder weniger ist. 500? Ich glaube, der Dollar ist momentan relativ schwach. Deswegen 9.700 Dollar. Ja, da hat doch jemand noch den Ehrenpunkt erklärt. Es sind 10.634. Oh mein Gott, kann man das sehen? Mein Glas ist viel breiter. So ist es in Ordnung, Bruder. Ich küsse deine Zange. Ja, ihr habt es gerade gesehen. Das war meine. Nee, ich habe noch. Jetzt mal ohne Scheiß. Ich habe noch nie eine Quiz-Challenge gewonnen. Ich habe gegen dich verloren in der ersten Quiz-Challenge. Ich habe gegen Pilger verloren. Und gegen Peter verloren. Also, ihr merkt schon, Quiz-Challenges sind bei mir auf jeden Fall gut am Start. Wenn ihr das öfter sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Lasst natürlich auch einen Daumen nach oben da. Und ja, ich würde mal sagen, meins ist brutal abartig, deswegen trink du zuerst so und falls ich dann kotzen muss, dass ich... Hättest... Peter, wohin? Wasser holen. Was geht denn bei ihm? Ja. Gib mal was. Was? Gib ihm nichts. Gib ihm nichts. Was willst du haben? Weiß nicht. Wir haben hier noch Tabasco. Okay. Boah, ey, lass mich schon mal aufstehen, falls ich kotze. Jawohl, dann, wir müssen es ja irgendwie. Kannst du es nicht aus der Hand so filmen? Musst du wirklich kotzen? Ja. Ey. Hä, warum denn? Das war eine Frage gewesen. Digga, trink das Ding leer. Stell dir mal vor, ich hätte das. Mund auf und rein, das geht sonst nicht, Digga. Ich hab das ganze Ding geäxt. Die Ingwerstücke müssen halt auch. Digga, es geht eigentlich nicht anders. Aber. Ist doch voll okay. Oh mein Gott, fuck, ich schwör das. Ich geh mal auf Toilette. Sicherheitshalber, bevor ich dich in die Bude vollpasse.